So, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe letztes Mal in der Traffic Control Mod Vorstellung ein paar Sachen vergessen. Zum Beispiel Kompatibilität mit Immersive Railroading, Train Stuff, das ist noch eine Mod von dem gleichen Entwickler, die hinzufügt so, ja, die fügt so Signale hinzu und solche Schalter und solche Schilder. Und ja, aber das schauen wir uns gleich an. Als erstes habe ich mal hier eine Bahnübergang gebaut. Was war das? Nein, Domain. Ich habe mir mal einen Bahnübergang gebaut. Und zwar gibt es in der Traffic Control Mod noch diese, wo sind sie hier? Diese Schanz. Diese Schanz, damit kann man eine automatisierte Bahnübergang bauen, ohne Redstone-Technik selber zu bauen. Das geht, das ist kompatibel mit, soweit ich weiß, Immersive Railroading. Aber könnte noch sein, dass auch mit ein paar anderen Mods noch kompatibel ist. Also das funktioniert so, hier bei der Bahnübergang macht man hier diese Island-Schanz hin. Der Bahnübergang wird immer aktiviert, wenn ein Zug sich hier drin befindet. Und dann gibt es hier außen noch diese Border-Schanz. Da wird der Bahnübergang aktiviert, wenn ein Zug da durchfährt. Aber wenn ein Zug hier durchfährt für länger wie 10 Sekunden und nicht bei dem Island Shed ankommt, dann geht die Bahnübergang wieder auf. Ja. Ich kann irgendwie nicht reden. Naja, egal. Dann zeige ich euch das jetzt mal. So, und jetzt sieht man hier, der Bahnübergang geht zu. Da kommt unser, in Anführungszeichen, Zug. So, und jetzt müsste der gleich irgendwann wieder aufgehen. Ja, das war's dann eigentlich dazu. Dann gab es ja diese, wie hieß es, Barrier, Type 3 Barrier. Wenn man die platziert, kann man die rechts klicken. Und dann kann man Schilder hinzufügen. Sign Across Barriers ist über alle, das dann in der Mitte ist, kann man Road Closed, Lane Closed, Road Closed to Through Traffic und so weiter. Und dann gibt es noch Sign on This Barrier, das ist dann nur auf der. Und da kann man halt hier die ganzen Schilder auswählen, die man auch beim normalen Schild auswählen kann. Zum Beispiel hier No Park. Warum auch immer man das auf eine Barrier machen sollte. Dann kommen wir zu Train Stuffs. Da gibt es einmal eine Flag Red oder eine Red Flag, eine Yellow Flag, eine Blue Flag mit Stopp. Dann ein Milepost. Da kann man irgendwelche Zahlen hinschreiben. Dann gibt es noch eine Whistle Post. Das steht dafür, dass man die Pfeife pfeifen soll oder halt das Horn. Und dann gibt es noch End Auto Block. Ich weiß nicht genau, was das sein ist. Aber ja. Dann gibt es diesen Manual Switch Stand. Der ist eigentlich ein ganz normaler Schalter. Ja, das hat super funktioniert. Warum geht das jetzt nicht, hä? Bin ich dumm oder so? Ich bin auch witzig. Das ist Immersive Railroading. Ich dachte, das ist Create.
Das ist komisch. Also eigentlich sollte das wie ein normaler Schalter funktionieren. Und dann gibt's das, lassen wir jetzt einfach mal. Dann gibt es ja die Signale. Die gibt's, da gibt es zwei Modes. Da gibt es Manual und Occupation. Das zeige ich gleich da hinten. Im Manual Mode kann man hier einfach auswählen, wenn Redstone-Signal da ist. Und wenn kein Redstone-Signal da ist, was angezeigt werden soll. Diese Striche soll heißen, dass das blinkt. Ich mache jetzt mal bei ohne Redstone rot und mit Redstone grün. Dann gibt es noch diesen Mast, der leitet das Redstone bis zu dem Signalen hoch. So. Ja. Dann gibt es hier den Occupation Mode. Dann brauche ich nochmal so ein Handcar. So. Ein Horsepower, witzig. Das habt ihr jetzt so eingestellt, wie bei einem echten Signal, wie einem Blocksignal. Wenn der Zug zwischen den Signalen hier ist, dann wird, wenn der Zug hier reinfährt, ich habe vergessen, wie man Immersive Railroading zugesteuert. Wenn der Zug hier reinfährt, dann wird das Signal rot. Und wenn der Streckenabschnitt bis zum nächsten Signal wieder frei ist, dann geht das Signal wieder auf grün. Oder eben gelb. So, jetzt. Ja, das war's dann eigentlich mit diesem Video. Ich habe ja auch noch Roadworks Reborn installiert. Da gibt es einfach hier so Teer oder Asphalt. Und dann gibt es hier so Painter, Center Stripe, Side Stripe, Extra Stripe und Arrow. Der Arrow Painter, der macht halt Pfeile. Der Extra Stripes, der macht Extra Stripes. Und dann gibt es Center Stripe und Side Stripe. Ich finde den Painter von der Ultimate Car Mode eigentlich besser, weil da kann man halt auswählen bei einem Painter, was der hinmalen soll. Aber ja, das war's dann eigentlich von dem Video. Und ja, ciao Leute. Hallo, Aufnahme beende dich. Abracadabra.